Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge des 19 auf dem PC auf der Pleasant Valley County. Ja, wir stehen hier direkt am Logistikcenter, denn wir müssen ja aus unserem Mehlcontainer noch eine Mehlpalette machen. Theoretisch müssten wir es ja jetzt einlagern ins Logistikcenter, indem wir es hier abladen, wäre es im Logistikcenter auf der Containerseite. Aber wir haben ja hier die Möglichkeit, wenn wir drin am Trigger drücken, wenn ich das richtig verstanden habe, dann zieht es den Container nicht nach dort draußen, sondern da zieht es den Container nachher drin. Hier drin ist auch ein Trigger und dann müsste das der Input sein für Paletten auslagern. Einmal könnten wir den jetzt nach oben hier einfach hochstellen. Aber wir haben ja auch die Möglichkeit, hinten ins Logistiksender reinzufahren. Das werden wir mal tun. Und dann werden wir den hier hinten auf den anderen Trigger stellen. Gucken, ob es geht. Ich weiß es nicht. Also so sollte das Logistikcenter funktionieren. Und auf Palettenseite ist es so, wenn ich die Paletten Richtung... Also ins Logistikcenter mit diesen Schiebern ziehe, dann sollten es praktisch als Input für die Containerseite. Sollte das sein. Hier alles voll mit Tabak. Auf dem Feld stehen auch noch Tabakernter rum. Also irgendwo ist immer noch was zu tun hier. So, ja, wieder ein minimalistisches Tor, aber wir passen zum Glück durch. Wie gesagt, eigentlich ist jetzt hier ein Trigger. Oder eigentlich, da ist ein Trigger. Sehen wir genau vor uns, fahren wir genau rein. Ne? Das sind die Auslagerplätze für die Container. Wie gesagt, wenn wir, wir können ja eigentlich mal, wir machen erstmal hier wieder aus. Wir können ja theoretisch mal die Container, jetzt habe ich unsere Zeit verstellt, das wollte ich gar nicht, ich wollte das Autoload ausmachen. Wir können ja mal den Container hier regulär, so als hätte man ausgelagert, abstellen. Müssen wir bloß noch richtig weit rüber schieben. Sollte reichen. Dort würde er ja stehen, wenn man praktisch richtig auslagern, wenn er schon mal im Input war. So, und dann sollten wir genau innen drücken. Und jetzt fahren die von vorn und schieben den hier hinten in den Trigger. Weg ist er. Und dann habe ich ja hier drüben mein Global Company Menü für Palettenware. Und da müsste ja jetzt eigentlich bei Food, ne, möchte ich meinen, zählt das Mehl mit drunter, oder? Das wird jetzt eh eine Weile dauern, erst aufgeht. Ne, es ist Brot. Wo ist es? Ketchup. Ja, Weizenmehl ist schon sofort verarbeitet. Ein Liter ist natürlich verschütt gegangen. Ne? So, und jetzt können wir hier theoretisch 3 Paletten auslagern. Könnten auch mehr Paletten auslagern. Ne? Und dann müssen hier 3 Paletten stehen. Sozusagen aus dem Container, wenn man den nach innen schiebt. Wir könnten jetzt auch hier die restlichen Paletten auslagern. Die können wir nach innen schieben. Dann geht es wieder auf drüben auf der Seite für Container. Als Input rein. Und wird er als Container verarbeitet. Kriegt man natürlich nicht raus, weil wir keine 25.000 mehr haben. Ne? So, eigentlich können wir die gleiche drinne aufladen. Da müssen wir nicht noch großartig nach draußen schieben dann. Müssen wir bloß mal hier schnell umstellen auf Matt Palette. So, er kriegt dann hier wieder einen Fahrkurs und fährt aber hoch. Muss Batterie wechseln, glaube ich. Oh, jetzt hätten die Fenster alle zumachen sollen. Weiß nicht wohin. Wir schicken ihn erstmal zur 4. Wir müssen jetzt eh heute in der Folge oben
Paletten sortieren. Drescher laufen beide, das habe ich jetzt noch gemacht zwischendurch, zwischen den Folgen. Also von der gestrigen Folge zur heutigen Folge hier. Und somit habe ich eben die Möglichkeit, praktisch auch wirklich aus Containerware wieder Palettenware zu machen. Ich meine, das ist nicht schlecht am Logistikcenter. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich dann auch alles zu Palettenware machen kann. Containerware machen kann. Warum wollte ich tappen? Ich wollte einfach bloß das Fahrzeug vor und zurück tappen, dass ich hier wieder meine Kamera drehen kann. So, da kann er hinfahren. So, wir gucken gleich hier hoch, denn hier oben hat man ja schon was ausgeladen. So, das heißt heute hier jede Menge Paletten sortieren, dass wir heute was hier noch aufgestapelt kriegen. Weil es müssten nämlich erstmal genug Paletten hier angekommen sein. Ja. So, er steht natürlich jetzt hier noch auf lange Palette, das müssen wir natürlich nicht, wir brauchen normale Palette. So, müssen wir mal schauen, was wir als erstes brauchen. Das weiß ich jetzt nämlich nicht mehr. Wir brauchen zuerst das Kabel, dann brauchen wir den Kupfer. Okay, der wird dort unten anders dargestellt. So, Kabel ist relativ einfach, ne? Irgendwie sind die Euro-Paletten von Kabel, die sind irgendwie kaputt. Die haben, glaube ich, irgendwo keinen... Ich denke mal keine Collie, ne? Oder irgend sowas, weil die versinken immer ja leicht in der Erde, aber ist nicht zu ändern, ne? Würde uns jetzt da drüben auch passieren, aber ist dann mal so. Ein bisschen nah dran, oder? Und genau, wieder in der Erde verschwunden. Scheint irgendwie Collie zu fehlen, keine Ahnung. Halt, hiervon brauchen wir. Das hier, ne? Oder? Genau. Oder stehen wir doch zu weit weg? Naja, ist jetzt egal. Bleibt so. Ich fahre da jetzt nicht nochmal rum. Ja, die Grundidee war ja mal mit den Fahrzeugen das in den Produktionen abzuholen. Ich glaube, wird man uns einen Wolf fahren. Ja. So, was brauchen wir jetzt als nächstes? Wir brauchen als nächstes Tubing. Das sind die großen Rollen hier.
Theoretisch könnte auch ein LKW fahren zu zur Raffinerie und Kupferplatten hochbringen. Da war nämlich nicht mehr viel in der Produktion drin. Das könnte man eigentlich auch machen. Denn der andere, der LKW steht doch noch hier rum, ne? Ich habe schon gedacht, wenn wir jetzt hier Kurve ziehen, schnappen wir uns drüben eine von Dell. Warum lädt man die Paletten nicht auf hier? Die ist nicht transportfähig oder was? So, schicken wir den, nehmen wir den blauen LKW und fahren mal schnell hoch. Das können wir auch gleich selber machen. Dass wir nochmal Kupfer hochbringen in Kupferindustrie. So, unsere letzten drei Paletten hier. Ich muss hier hinten lang. Dort will ich hin. Blau zu blau, ne? So, so, und dann geht's zur Kupferindustrie hoch. Hier Cooper bei Design, dort fahren wir hin. Also wir nicht, LKW fährt dahin. Wir müssen natürlich hier weitermachen. Und zwar, das nächste wäre dann, wir brauchen Kühlkörper, Displays und Motoren. So, das hier sind die Kühlkörper. Ach, hatte ich schon Autoload an. Ich habe natürlich jetzt bloß normale Batterien mit. Hauptsache brauchen wir nicht geladene Batterien oder auch in so einen Spaß. Hier mal Kühlkörper drunter vornehmen.
So, Display sollten wir auch relativ einfach erkennen, ne? Bisschen Mangelware, weil es gibt noch einige Stellen, wo wir Displays verteilen können. Oder anbringen könnten. Na? Will nicht mitkommen, das Display, oder was? Ist der Motor so schwer oben drauf hier? Zack. Kann ich anheben. Was ist denn das wieder? So, Motoren sind auch relativ einfach zu erkennen, ne? Oben hier schon zu nah dran. Der erste Motor ist drauf. Und hier sollte noch eine Palette stehen. Auch wenn das jetzt ja ein bisschen umständlich ist, dass man die erst nochmal abladen und nochmal aufladen muss. Ich glaube auch dann trotzdem effektiver als wie... Ja, das war natürlich uneffektiv, ne? Als wenn wir jetzt in jede Produktion fahren würden und hier gleich drei Paletten verladen. Also wir müssten ja mindestens mit 5, 6, 7 Treckern agieren oder 8, keine Ahnung. Um da überhaupt sinnvoll ein Ergebnis zu kriegen. So, Batterie und dann brauchen wir Mainport. Mal gucken, ob das klappt jetzt hier, dass wir die mal schieben. What? Alle drei drauf. Perfekt. So, mal gucken, wenn die hier so stehen, ob wir uns die entsprechenden drei wegangeln können, ohne auszusteigen. So, was bräuchten wir als nächstes? Zuerst die Lichter. Legen wir mal besser Hand an.
So. Toll. Ohne Kommentar, ne? Lass bloß die Palette stehen. So, nochmal Lichtpaletten. Holen wir uns nochmal die Panels. So, LKW ist auch in der Kupferindustrie angekommen. Den werden wir dort entladen. Und dann werden wir gleich mal gucken, wo wir ihn als nächstes hinschicken könnten. Jetzt laden wir nach hinten ab. Best. So, Lasse haben wir. Achso, Borden 3er kann er gleich als nächstes hinfahren. Das ist auch gar nicht so dumm, weil dort oben stehen wir ja schon fast. Da können wir auch gleich selber verladen. Halt, hier oben stehen wir doch. Na komm, lad sie ab. Zack. So, hier stehen schon mal drei Paletten, ne? So, denn die Eier locken oder was weiß ich hier. So, davon drei. So, dann brauchen wir davon drei. Ja, oder? Nee, da hat er das falsch gemacht. Sauerrahm. Hatte ich doch schon aufgeladen.
Ja, Eier ohne Alkohol, ne? Oder so ähnlich. Wir müssen mal gucken hier. Eier noch. Ach so. Das ist ja egal. Wir stellen ja denselben Sauerrahmen her, ob wir jetzt mal Ziegenmilch nehmen oder normale Milch. Genauso ist ja Butter. Und genau das oben dasselbe ist ja beim Käse. Egal ob Ziegenkäse oder Ziegenmilch oder normale Milch, wird ja auch bis zu normalen Käse. Halt mal vorsichtig, das Autolot ausmachen, nicht, dass wir hier wieder zu viele Paletten haben. Denn es müssten jetzt Butter und Käse sein. Genau, Butter und Käse ist das, das passt soweit. Und dann kann er zurückfahren zum Parkplatz nach Starbucks. Ja, einfach auf die 4 steht hier mit, glaube ich, 3 müsste leer sein. Halt hier oben sind wir. So, den brauchen wir als nächstes. Die Netzrollen und die Bindfäden, die müssen wir noch an der Seite stellen ein bisschen, ne? Weil Kaschmir steht ja auch drüben an der Seite. So, und wir brauchen, müssen weitermachen mit Stoff, farbig und Säcke. Dann müssen wir mal gucken, welches hier der farbige Stoff ist. Das hier. So, die Säcke. Da ist noch einer mit Sack. Hast noch einen Trigger demoliert hier. Ja, aber Rest, ja. Mal morgen der Folge, weiß ich nicht, mache ich jetzt noch ein bisschen, weil die Folge ist nämlich rum. Ne? Wünsche mal allen noch einen schönen Sonntag. Ja, und dann machen wir hier am Montag weiter. Mal gucken, wie viel ich da noch eingesammelt habe, was hergefahren wurde. Vielleicht fehlt es noch irgendwo in Produktion, wenn momentan wüsste ich nicht so recht, wo es noch fehlen sollte. Das muss entladen werden. Das ist der, der Erdnüsse macht. Der wird schon entladen werden. Ja, dann müssen wir mal schauen, was wir noch aufbauen können. Also, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Noch schönen Sonntag. Dann bis morgen. Bis dahin. Und tschüss.